grüß Gott und herzlich willkommen in der Gärtnerei Fortin. Manche werden sich fragen, was kann man im Herbst noch so alles pflanzen? Und wie Sie sehen, bei uns im Hintergrund, es gibt noch vielerlei Pflanzen im Herbst, die Ihren Garten verschönern können. Zum Beispiel unsere selbstgemachten Stiefmütterchen, die Erika, die Skimmie mit den wunderschönen roten Beeren, der Silberdraht oder auch die Schneerosen, die noch lang in den Herbst hinein blühen. Weil die Temperaturen im Herbst schon sehr nieder sind, brauchen diese Pflanzen, damit sie blühen können, nicht mehr sehr viel Pflege. Wenig Wasser, keinen Dünger, einfach nach den Einsätzen einmal angießen und sie blühen so lange, bis der Schnee kommt. Diese Pflanzen eignen sich auch gut am Friedhof. Gerade jetzt vor Allerheiligen möchte doch jeder sein Grab schön geschmückt haben. Unsere kreativen, fleißigen Mitarbeiterinnen zaubern für Sie Ihr Allerheiligen-Gesteck nach Wahl. Bitte vergessen Sie nicht, die Pflanzen, die kälteempfindlich sind, vor Frost zu schützen. Noch ein besonderer Tipp, pflanzen Sie im Herbst auch in Ihren Garten Blumenzwiebeln. Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Krokusse und vieles mehr haben wir ein Angebot. Sie werden staunen, wie schön Ihr Garten im Frühjahr blühen wird. Und wer keinen Garten hat, kann auch mit diesem Narzissentopf seine Wohnung im Frühjahr zum Blühen bringen. Achten Sie nur darauf, dass dieser Topf am Anfang nicht zu warm steht, um einen besseren Blüherfolg zu erzielen.